Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Kennst du schon Malkreuze? Wie würdest du die Aufgabe 7 mal 23 rechnen? Vermutlich würdest du zunächst die 23 zerlegen in 20 und 3 und dann würdest du 7 mal 20 plus 7 mal 3 rechnen. Und 7 mal 20, das ergibt 140, 7 mal 3, das ergibt 21 und 140 plus 21 ergibt 161. Also ist das Ergebnis von 7 mal 23 161. Insofern können wir mit Malkreuzen sehr übersichtlich und einfach derartige Multiplikationsaufgaben lösen. So, meine Lieben, und nun kommen wir zur zweiten Aufgabe der dritten Stufe der Mathematik-Olympiade für die Klassenstufe 4. Kannst du diese lösen? Beginnen wir mit dem ersten Malkreuz. Dann müssen wir zunächst 4 mal 30 rechnen. Und 4 mal 30, das ergibt 120. Und 4 mal 8, das sind 32. Und 120 plus 32, das ergibt 152. Also ergibt 4 mal 38, 152. Bei dem zweiten Malkreuz rechnen wir zunächst 9 mal 50, das ergibt 450. 9 mal 6, das sind 54. Und 450 plus 54, das ergibt 504. Also ergeben 9 mal 56, 504. Bei dem dritten Malkreuz ist uns zunächst die Aufgabe noch unbekannt, weil uns dieser einer fehlt. Was können wir tun? Wir wissen, dass 8 mal die uns noch unbekannte Zahl 56 ergibt. Das heißt, wir können, um diese Zahl zu ermitteln, die Umkehraufgabe lösen. Wir rechnen also 56 geteilt durch 8 und das ergibt 7. Generell könnt ihr euch merken, immer wenn wir diese äußeren Zahlen suchen, müssen wir Umkehraufgaben lösen. Dann können wir jetzt noch 8 mal 60 rechnen. 8 mal 60, das ergibt 480 und 480 plus 56, das ergibt 536. Wie würdest du beim vierten Malkreuz vorgehen? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zunächst einmal diesen Faktor herausbekommen, indem wir 240 durch 40 teilen. Also wie oft steckt die 40 in der 240 drin? Genau 6 Mal. Dann können wir diese Zahl berechnen. 240 plus diese unbekannte Zahl soll 282 ergeben. Wir rechnen 282 minus 240, erhalten 42. Und dann können wir schließlich noch diesen Einer ermitteln, indem wir 42 geteilt durch 6 rechnen und wir erhalten 7. 6 mal 47 ergibt 282. Wie gehen wir bei diesem Malkreuz vor? Auch hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir berechnen zuerst einmal wieder den Faktor, indem wir uns überlegen, welche Zahl mal 3 ergibt 15. Wir rechnen dazu 15 geteilt durch 3 und 15 geteilt durch 3, das ergibt 5. Dann können wir diese Zahl ermitteln, also unbekannte Zahl plus 15 ergibt 415. Wir rechnen 415 minus 15 und das ergibt 400. Und 400 geteilt durch 5, das sind 80. 5 mal 83 ergibt 415. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich spannendsten Malkreuz. Es fehlen nämlich noch ganz viele Zahlen und am Ende soll 308 herauskommen. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen können? Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir zunächst überlegen, wie oft steckt die 40 in der 308. 7 mal 40 ergibt 280. Das heißt, auf jeden Fall steckt die 40 7 mal in der 308. Steckt sie eventuell auch noch 8 mal drin?
8 mal 40 ergibt 320, das wäre schon zu groß. Also können wir sagen, die 40 steckt 7 mal in der 308 und 7 mal 40, das ergibt 280. 280 plus diese Zahl soll 308 ergeben. Also wir rechnen 308 minus 280, das sind 28. Und jetzt müssen wir nur noch 28 durch 7 dividieren. Wir erhalten 4. Wir wissen nun, dass 7 mal 44 308 ergibt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.